Hey Freunde, ja, willkommen zurück auf diesem Kanal. Ab heute wird es wieder regelmäßig Videos geben und welche Themen das alles sein werden, das erfährst du in diesem Video. Aber erstmal vielen, vielen Dank und schön, dass du immer noch dabei bist. Du bist vermutlich über die Fotografie auf meinen Kanal zugekommen und irgendwie darüber Abonnent geworden. Keine Angst, die alten Videos werden nicht gelöscht, aber in Zukunft werde ich keine Videos mehr zur Fotografie machen und zu Photoshop-Themen etc., weil ich ja, vielleicht hast du auch mitgekriegt schon, seit 2018 nicht mehr selbstständig bin in dem Bereich. Ich bin jetzt seit 2019 Berater für Digitalisierungsthemen, ja, aber nicht nur das. Also ich bin zweifach Papa, Ehemann, Gassigeher für unseren Hund, Dosenöffner für die Katze, ja, und Hobbys will man ja irgendwie auch noch haben, oder? Ja, mein Ziel mit diesen Videos ist es, ja, dass wir eine Community aufbauen, in der wir gemeinsam über den Alltag zwischen Familie und Karriere sprechen, uns austauschen, wie man dort die richtige Balance findet. Ich denke, die Zeit ist vorbei, in dem Väter nur noch als Geldbeschaffer irgendwie wahrgenommen werden oder nur noch der Papa da am Wochenende da ist, sondern man sollte aktiv am Familienleben teilnehmen, auch unter der Woche und auch als Berater. Das sollte doch irgendwie möglich sein. Und auf diesem Kanal mit dieser Community möchte ich einfach ja, mal meine Erfahrungen teilen. Was funktioniert gut bei mir, was funktioniert schlecht, was habe ich herausgefunden, wie organisiere ich und strukturiere ich meinen Alltag zwischen Beruf und Familie, wie schafft man trotzdem Karriere, aber trotzdem auch Zeit für die Kinder, ja, und welche Tools und Tricks helfen da vielleicht, wie wird man effizienter oder strukturierter in seinem Alltag. All das würde ich gerne hier mit euch teilen und auch von euren Erfahrungen in den Kommentaren profitieren. Und klar, das Thema Digitalisierung ist mein Job und mit Sicherheit wird es auch dort einige Videos geben. Aber auch, ja, wie strukturiere ich, wie recherchiere ich nach Informationen, um Workshops vorzubereiten, Fachartikel zu schreiben, Kundenprojekte durchzuführen. Also solche Dinge aus meinem Berufsalltag würde ich auch gerne mit euch teilen. Und auch so, wie mein Alltag hier im Homeoffice ist. Ja, ich arbeite jetzt aus dem Homeoffice raus seit Corona und es wird sich jetzt erstmal auch nicht verändern. Aber wie ist denn das, wenn nebenan das Baby schreit oder das Kind an der Tür klopft? Was helfen da für Dinge, wie kann man das gut organisieren, dass das auch mit der Familie hier nebenan direkt klappt. Und ja, ich gestehe, ich bin ein Apple-Nerd, aber das wisst ihr vielleicht schon aus vergangenen Videos. Und vielleicht teile ich einfach mal auch mit neuen Gadgets oder was ich benutze, welche Apps ich auf dem iPad, auf dem iPhone habe, auf der Uhr etc. Also solche Dinge, mit denen ich mich auch tagtäglich beschäftige, das würde ich auch gerne mit euch teilen. Wie kann man denn bestimmte Apps auch gut für den Berufsalltag benutzen, gerade als Berater? Wie kann das einem weiterhelfen? Wie macht es den Arbeitsalltag leichter? Also das würde ich auch gerne mit euch teilen. Und klar, im Privatleben soll auch nicht zu kurz kommen. Also keine Ahnung, vielleicht nehme ich euch einfach mal mit auf eine Stand-Up-Paddle-Runde. Ich weiß nicht, das werden wir dann sehen. Und mal schauen, welche Dinge ich dann noch mit euch teile. Also ich lese immer mal wieder Bücher, höre viele Podcasts oder Hörbücher, ziehe mir daraus Informationen für den Berufsalltag, irgendwie fürs Privatleben, auch einfach Interesse halber. Und irgendwie verschwimmt das Ganze dann auch bei mir wieder zwischen Beruf und Privatleben, weil also auch im Privatleben interessiere ich mich für Innovationen und neue Geschäftsmodelle. Also auch das, was mich im Berufsalltag irgendwie begleitet. Und ja, da nehme ich euch auch mal mit in meine Erfahrungen, was wir da so machen mit unseren Kunden. Gebe euch vielleicht mal ein paar Beispiele oder was mir aufgefallen ist bei anderen Unternehmen, wie die es machen. Ja, also das ist ja für mich so Hobby und privat tatsächlich. Aber ein zentraler Punkt, warum ich jetzt wieder Videos aufnehmen möchte, ist, es ist ja auch so eine Art Tagebuch. Also man sieht mich jetzt, das ist dann auf YouTube, das ist da das Video und es wäre ziemlich cool, wenn in 20 Jahren meine Töchter zum Beispiel diese Videos sehen oder, weiß ich nicht, wenn die in 30, 40 Jahren selber Kinder haben, also meine Enkelkinder, wenn die meine Videos sehen, wie cool wäre das denn? Also wenn ihr zuschaut, ich grüße euch, schön, dass ihr da seid, dass ich Enkelkinder habe. Das würde mich natürlich sehr freuen. Also das ist auch echt ein Hauptgrund, warum ich jetzt wieder anfange, um einfach das zu dokumentieren, meinen Alltag, dass man das festhält für die eigene Familie, dass die einfach sehen kann, hey, wie sah der denn aus, wie hat der geredet? Ja, das ist eine coole Sache, glaube ich, wenn man das so von seiner Familie dann hat und dann angucken kann. Ja, also ich bin überzeugt, dass man irgendwie Karriere und Familienleben unter einen Hut bekommen kann. Und ja, will das hier mit euch teilen, mit euch auf die Reise gehen. Ihr habt bestimmt auch Erfahrungen, wenn ihr das genauso seht, lasst mal einen Kommentar da, vielleicht könnt ihr schon was sagen. Schreibt mir einfach mal gerne auch eine Nachricht, eine private. Ja, und ich möchte hier gerne eine Community aufbauen, wo wir uns darüber austauschen. Was gibt es für Hacks, Tricks, wie kann man das so machen mit der Familie und Karriere? Also da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das schaffen, hier eine Community aufzubauen. Und wenn du dabei bleibst, wenn dich das interessiert tatsächlich,
und du noch hier Abonnent bist, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und solltest du jetzt noch Fragen, Kommentare oder Anregungen haben, dann gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und falls du jetzt gar nicht weißt, hä, das ist jetzt das erste Video, was ich von Florian sehe, was redet der mit Hintergrund etc. Ich habe eine Playlist zusammengefasst, die verlinke ich dir hier, da kannst du reinschauen, da kriegst du meine Hintergrundgeschichte, was bisher so alles passiert ist. Also, bis zum nächsten Video.